Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Am Mord des Geschehens, an dem ich aus Versehen auf Hauptmenü gedrückt habe und dann den PC überfordert habe. Ah, tut mir nochmal leid. Aber ja, kann vorkommen bei mir. Mensch, ich hatte das doch mit dem Chat deaktiviert. Ah, tut mir leid, aber. Anwenden hier drückt. Ist ja komisch, weil der soll nicht ankommen. Ja, tut mir auch leid, dass da. Das letzte Mal andauernd aufgeploppt ist. Für die, die da was geschrieben haben. So. Ach, Bären braucht man ja, Kinder. Wir waren hier auf der Holzsuche. Ach, schon wieder überladen. Ach, jetzt muss ich erst mal überlegen. Ich kann sagen, unser Häuschen war doch nicht so weit. Die Bären, die kann man ja schnell verschwinden lassen. Mal hier noch ein paar unter, ja. Narkobären und Fleisch können wir hier rein. Haben wir gleich ein paar mehr. Gleich noch ein bisschen mehr Holz. Inzwischen ist es schon wieder fast dunkel. War bald schon wieder voll. Bloß noch ein paar Level zulegen, ey, dann ist ja grausam. Und schon wieder voll. Ja, noch ein paar Fasern und ein paar Bären, die sind ja nicht so schwer. Gleich wieder hier mit drin. Dann haben wir hier nur 6 Minuten. So, dann schauen wir mal. Wurde das da erhöht? Ich wüsste ja nicht mehr. Mal schauen, ob das reicht für das nächste Level. Was sieht da so? Na, noch nicht ganz. Na, da haben wir doch.
Gut, dann machen wir dann erstmal bei den nächsten Level wieder was anderes. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Material rangeschleppt. Aber da haben wir jetzt neu. Nein, das bringt uns jetzt alles nicht viel. Ja, die Holzrampe. Holzdecke. Ah, an die habe ich schon wieder ja nicht mehr gedacht. Ah, die brauchen wir ja für die nächsten Bauvorhaben. Dort fehlt uns wieder Holz. Runtergezogen. Das sind ja auch das zwei. Geht wieder nicht. Was ist denn hier jetzt in der Nähe überhaupt? Das ist das Holz, das Strohding hier, oder? Dauert ja nur noch ewig. Ach, lassen wir es einfach. Oh, und zu Ärger mit irgendjemandem einhandeln. Weil sowas ja nun eigentlich nicht sein muss. Ich sehe ja den Scheiß einfach stehen lassen. Weil das hätte ich mir jetzt so sparen können. Problem ist, ich habe jetzt so keine Ahnung, wie weit hier irgendwas noch rüber geht. Naja, erstmal machen wir es ein bisschen heller. Haben wir hier nur 2 Minuten. Reicht das jetzt erstmal noch? Versuchen wir es mal so lang. Wieder flacher, höher. Ach, hat die Sick. Na, da dann erstmal noch ein bisschen mehr Holz sammeln. Und hat man noch einen Stein. Schön zu sehen sind wie eine Leuchtfackel. Hier noch hier ein bisschen Platz. Das ist nämlich ziemlich schwer, das Zeug. Dann warten wir mal nur die 20 Sekunden, dann können wir die Tür gleich mit drin stopfen.
Ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hier mitzumachen, das ist ja der überwiegende Sinn, euch das hier schmackhaft zu machen, einem Stamm beizutreten, der, naja, wenn das funktioniert, dann würde ich halt ziemlich lange und alle Inseln gerne durchspielen. Wenn man mal wirklich einmal komplett von vorne anfängt und alle durchzieht. Man dann zumindest den Spieler beibehält. Das hat eigentlich jeden, oder? Und falls ihr halt Bock auf sowas habt, dann meldet euch. Und jetzt mal gucken, was hier auf dem Server noch so alles abgeht. Bisher haben wir ja noch relativ Ruhe und Frieden. Das kann sich ja jederzeit ändern. Jetzt scheint es zu funktionieren, dass der Chat nicht mehr aufploppt. Ja, nur ein paar Fasern. Ja, sowieso schon wieder fast voll. Nacht ist immer ein bisschen blöd. Aber zum Teil haben wir sie ja schon überstanden. Das da unten nervt mich. Ja, den Airdrop könnten wir, glaube ich, aufmachen, aber bis wir da rumgelaufen sind, durchschwimmen will ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Wer weiß, was hier unten da überall rumschwimmt. Das müsste hier ein bisschen mehr oder schneller ablaufen. Tür ja nicht zugemacht. So, dann verteilen wir mal das Level. Erstmal ein bisschen mehr Energie. Was haben wir neu jetzt? Meine Lederrüstung, das spare ich mir. Erstmal. Große Holzwand. Kompostbehälter. Holzrahmen und Holztür. Das könnten wir doch gut gebrauchen. Ich denke mal, ich baue die Dinger erstmal einfach vor und dann probiere ich wie hier rum. Jetzt müssen wir dann erstmal ordentlich Holz noch ranholen. Kompostbehälter. Bringt mir alles noch nicht so viel. Wann kommt denn endlich der? Ja, Level 18. Oh, da haben wir noch ein bisschen vor uns. Ne, das andere, das lassen wir erstmal. Sparen wir die Punkte. Ah, ich muss leider zurück zum Reparieren. Bauen wir erstmal wieder vor. Was bauen wir denn als erstes? Da sind ja gerade mal zwei. Das ist halt schon wieder alle, oder wie? Platzmangel.
an allen Ecken und Enden. Jetzt schleppen wir das Zeug allerdings ohne hin. So, mal kicken, ob wir hier doch noch irgendwo eine Kiste drin gequetscht kriegen. Daran. Muss man immer über das Lagerfeuer laufen? Hier zwischen? Ja. Da können wir jetzt die Bauteile erstmal drin lagern. Oh, noch ein Level. So, noch mal ein bisschen Energie. Mal jetzt was Neues, was Interessantes. Neues. Ah, jetzt haben wir den Schrank. Aber wir brauchen trotzdem erstmal Platz. Wenigstens so 4x4, 6x6, 3x3, das wäre schon nicht schlecht, oder 4x4. Sonst. Ja, Zinsrival lernen wir mal schon. Das brauchen wir früher oder später auch. Und sagt die Zeit 4. Erstmal in die Bude gekackt. Revier markiert. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Können wir einen Holztür haben? Ne, können wir auch nicht mehr. Verschieben können wir die Kiste so. Ne, wir müssen sie abreißen. Ach man. Mehr Platz, eindeutig. Ach so, der Baum. Ich wollte gerade sagen, was reflektiert denn hier so komisch? Ausbauen. Da bräuchte man hier irgendwie, ja, mal gucken. Weil ein Fundament greift hier nicht mehr. Das hier finde ich, sieht komisch aus. Na, drücken wir mal die Daumen. Hier sagt, damit jetzt keiner kommt, der uns was Böses will. Gleich verbauen. Da machen wir das ein bisschen höher gleich. Was kann man denn alles noch machen? Erstmal brauchen wir noch wieder ein bisschen Holz. Ein bisschen mehr Holz. Wände, damit wir ringsherum zukriegen. Ein paar Decken. Und schon wieder voll. Und sehr überladen. Das war ja fast klar. So.
schnell zurück. Bisschen Stroh, ein paar Fasern. Kriegen wir noch eine mehr? Nee. Ja, hat dir recht, wenn jetzt den Fehler nie gemacht hatte. Nochmal eine Ladung, das wäre ja ein bisschen leichter. Kriegen wir ein bisschen mehr mit. Aber ihr merkt, Leute, seid gefragt, kommt dazu. Wenn euch das hier so halbwegs gefällt, mir beim Knüppeln zuzukicken, könnt ihr ja gerne auf das Abo klicken, dass man dann auch sieht oder einen Kommentar hinterlassen. Ja, falls euch irgendwas nicht so passt, könnt ihr das ja auch sagen. Mal wie gesagt, über die Grafik braucht ihr euch nicht beschweren. Das war ja nicht von Anfang an, so gesagt, schon im Testvideo. Da muss man erstmal schauen, ob ich das irgendwann mal besser hinkriege. Das wird erstmal so bleiben. So. Brauchen wir noch ein paar Decken. Schon wieder für eine Faucher. Ja, wie ihr merkt, die Startmelodie, die läuft ja die ganze Zeit im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Weil die hört ja meistens so, wenn man auf einen Dino aufsteigt oder stirbt. So, gleiches Spiel nochmals. Dann eine Wand und noch ein paar Decken. Na, geht doch. Kann man die gleich benutzen, um hier draußen vielleicht noch ein bisschen. Unsere Schlängeln war das Häuschen hier jetzt so ein bisschen lang. Ist wahrscheinlich egal, wie das aussieht. Aber wie ich schon sehe. Ist falsch angesetzt. Aber was soll's. So, dann schauen wir gleich mal in dem haben wir doch ein bisschen mehr Platz für Baumaterial. Ja, wird alles klar, dann muss das Häuschen höher werden, wenn ich den Schrank aufstellen will. Ich hätte es ja nicht dran gedacht. Und wieder Rohstoffe verschwindet. Und die Tür offen gelassen. So, gehen wir mal ein bisschen Ausdauer. Level 17. Dann können wir schön auf Level 17 erlernen. Ja, für später nicht schlecht, aber am Anfang brauchen wir das auch noch nicht. Holzfloß. Sattel brauche ich jetzt auch noch nicht. Wer weiß, wer dazukommt, wer was lernt.
Kommt ja später erst alles. So. Und weiter. Nee. Kann, glaube ich, noch 100 Mal ankicken. Ah, vielleicht den Holzknüppel. Bei uns den kleinen Dingsheben. Standfackel für Licht. Damit machen wir uns aber auch wieder zur Zielscheibe. Na, wir sparen uns das jetzt einfach noch. Die Beeren ausheeren. Mir gerade mal so eingefallen. Na, wir sparen die Punkte jetzt erstmal. Das hält ja auch alles nicht allzu lang. Naja. Aber im Endeffekt haben wir immer noch dasselbe Problem. Wir brauchen Holz. Bisschen überall, aber keiner macht irgendwas bisher. Da oben haben wir Honig. Dann sammeln wir mal erstmal weiter. Damit das Häuschen ein bisschen Gestalt annimmt. Damit wir da auf zwei Wände höher hochziehen können. Und dann kicken wir mal weiter. War schon wieder bald voll. Ein paar Feuersteine. Knickt der Hellwell so nervig. Erst zieht man, macht man sich jetzt die Mühe und zieht das alles in Holz hoch, sammelt jede Menge Holz und später muss man dann jede Menge Stein sammeln. Naja, oh, ein Iguana dran. Naja, auch nicht schlecht. Halt, schon wieder fast voll. Und hat schon wieder gereicht zum Überladen sein. Jetzt schleichen wir mal wieder nach Hause. Da müssen wir auch mal wieder was trinken. Dem Hochbauen denke ich mal da hinten an. Und wir erstmal die Grundsubstanz von unserer Hütte beibehalten. Dann mal schauen, ob hier vielleicht auch noch ein Dach hinpasst. Dann haben wir erstmal einen schönen Platz geschaffen. Mal zwei übereinander.
gleich. Zumindest ist das erste Mal vor den Dinos sicher. Zum Teil. Holzzeug hält ja nun auch noch nicht so viel aus. So, dann können wir den Schrank aufstellen. So, dann nur noch ein bisschen riskant. Soll man machen. Mal schaffen wir es. So. Kann man das hier erstmal umladen. Die Kiste dann nur platt machen. Na, gut. Na, die haben ja nur zwei Ladungen. Decke und zwei Wände. Achso, wieder eine komplette Ladung. Halt erstmal sauber trinken gehen. Da kann man auf dem Rückweg ja das Holz sammeln. Aber das hatte ich da hier, glaube ich, schon weg, war. Das ist schon wieder gekommen, glaube ich. Ja, gut. Auf dem Server verliert ja die Zeit relativ zügig. Die normalen Respawn-Zeiten, die waren ja ziemlich zügig. Schon wieder dieses komische Geräusch, seine Blitze sein. Brauchen wir jetzt erstmal wieder Feuerstein. Zum Glück ein bisschen Metall noch, ja. Oh, kein Feuerstein, doch. Ach, der Dinos. Noch läuft er hier friedlich vor euch her. Aber bald gehört ihr alle mir. Da werdet zu Schnitzel. So. Naja, dann werden wir das dann noch zubauen. Und dann denke ich mal, wird das für das Video jetzt auch gewesen sein. Nein, mal kurz nachschauen, was die Zeit sagt. Oh, ah, das war jetzt zu viel. Das hier reicht. Ja, aber Schneckentempo. Futtern wir mal nur ein paar Beeren. Jetzt schon wieder zu viel. Ein paar Beeren abladen. Und wir kriechen von dann. Erstmal ein bisschen was abladen. Doch totaler Blödsinn, oder?
Ist auch totaler Blödsinn, aber so haben wir jetzt wenigstens die Ruhe. Wir können das oben zuziehen. So, gehen wir in den zweiten Schrank hin. Ja. Und dann erstmal ein paar Decken. Da haben wir unser nächstes Level ab. Na, noch ein bisschen Energie. Level 18. Bringt uns Level 18 jetzt was Schönes. Was Nützliches. Ah, der Dinosaurier-Torbogen. Zeinjank ist das immer nicht schlecht. Und endlich die Räucherkammer. Ah, da sind die Punkte schon wieder weg. Erstmal stellen wir den Schrank auf. So, dann holen wir uns mal die Bären. Die sind ja zum Glück nicht so schwer. Dann reißen wir das Ding gleich ab. Jetzt sieht es doch schon deutlich besser aus mit Platz, oder was meint ihr? Kann man doch schon mal halbwegs drin arbeiten. Mir sagt er nach vorne an der Ecke das nächste Mal neu gekickt. Ob wir da noch zumindest eine Decke hingesetzt kriegen, den Rest dann aus Holz ausgebaut. Ein Stückchen höher. Dann können wir uns darauf konzentrieren, wenn wir das Level erreicht haben, dass wir einen Schmelzofen und die Werkbank hinkriegen. Dann können wir auch langsam mit dem Zähmen anfangen. Ja. Wie gesagt, wer Bock hat, im ersten Video, da seht ihr, auf welchem Server ich bin. Aber wie gesagt, wenn einer Lust hat, dazu zu kommen, kann er gerne in die Kommentare was schreiben. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.